living to Puebla. Wir sind wieder on Tour. Wieder unterwegs heute. Wir sind nämlich hier schon mitten in den Bergen gerade unterwegs. Geht heute für uns geht's nach Cuelap. Eine alte Stadt ist das, ne? Genau, eine alte Stadt. Also man kennt jetzt die Inka. Sonst Video gucken, nachholen. Und vor den Inka waren hier in der Gegend die Chachapoyas. Das ist auch nochmal eine andere Kultur. Und da wurde eine Stätte gefunden, eine Stadt, die auch ausgegraben wurde. Und es heißt sogar, das ist das neue Machu Picchu. Sie sind gerade dabei, das alles so touristisch ein bisschen auszubauen. Deswegen ist es besonders cool, jetzt dann da zu sein. Und ja, müde. Wir sind ja schon knapp 1,5 Stunden, glaube ich, gefahren. Und so sieht hier die Straße aus. Die ganze und Zeit. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch 1 Stunde lang. Wird das jetzt hier im Zickzack irgendwo hier hochgehen, weil irgendwo da oben hinter dem Nebel, da ist Cuelap. So, wir sind jetzt da. Was wir nicht wussten ist, dass wir ein Schild sehen würden, wo steht noch 2,5 Kilometer laufen, hoch. Wir dachten, wir steigen aus und sind da. Ist ja kein Thema, wir sind jetzt geübt. Hier ungefähr ist Treffpunkt und von hier starten wir dann. Die 2 Kilometer Marsch. Die 2,5 Kilometer da hoch. Der Aufstieg hat begonnen. Von den Eingängen zu der Festung. Das sind, glaube ich, wie viele waren das? 3? Drei Eingänge hier in die Festung. Und die sind nur ganz, ganz schmal gemacht, dass immer nur eine Person wirklich da durchgehen kann. Aber guck mal, da passen nur 3 durch. Ja, vielleicht waren die ein bisschen dicker früher. Der hier, da können wir jetzt nicht durch, weil der wird irgendwie restauriert. Der wäre sonst zusammengebrochen. Da sind alles so Holzgerüste dran. Wir dramatisieren das jetzt einfach mal. Der wäre sonst zusammengebrochen. Ja, kann sein. Hier ist es wenigstens echt noch nicht so überlaufen. Da haben uns ja einige schon vorgewarnt, was Machu Picchu angeht. Deswegen genießen wir das jetzt hier gerade. Tonnen an Steinen, die hier hochgekarrt wurden. Und wir sind hier wieder auf 3000 Meter Höhe. Es sind früher so viele Lamas hier reingelaufen, dass sie bis jetzt noch Spuren hinterlassen haben. Das ist unser Guide. Das ist ein bisschen crazy drauf. Abgefahrenste Tourguide ever. Big Tower, which is called Torreón. Gerade ein Ritual erklärt, wie die Regen machen wollten, wenn es wieder trocken war. Das heißt, sie haben Steine genommen, die waren schon irgendwie vorbereitet, die hatten die irgendwie geschliffen, das waren runde, schöne Steine. Yeah. Und dann. Ah, der ist nicht rund, ne? Nee, der in rund. Und dann haben die den hier von hier oben auf dem Platz, wir sind jetzt hier 3000 Meter hoch, stand einer mit einer Steinschleuder, hat das Ding hier rumgewedelt und hat das mitten in den Himmel geschossen, hier irgendwo hin. Das heißt, hier irgendwo hat es dann Steine gehagelt, aber anscheinend hat es dann Regen gegeben. Falls man sieht, dass das hier rund gebaut ist, so waren die Häuser. Das ist wieder der Guide. Das kann er. Ja, auf jeden Fall haben die hier so runde Häuser gehabt, wo die immer drin gewohnt haben. Und es ist irgendwie so krass zu wissen, dass das so alte Häuser waren. Von was die wohl jetzt denken müssen, ne?
Zum Himmel. Ja, die Leute. So, ja. Von wem krass, gucken die sich jetzt unsere Wohnung an. Ja, geht von einem Grundstück runter. Cool. Der ist geil, der Typ, oder? Jetzt waren dann die Chachapoyas hier. Haben wir friedlich gelebt und schönes, kleines, schickes Dörfchen. Alles war cool. Und dann kamen die Inka. Also bevor die Spanier hier hinkamen noch. Und dann kamen die Inka und haben gesagt, so, das wollen wir jetzt haben. Und alles, was jetzt hier eckig gebaut ist, das ist Inka-Style, sagt er. Und alles, was noch rund gebaut ist, ist von den Chachapoyas. Also quasi bevor die Spanier die Inka fertig gemacht haben, haben die Inka die Chachapoyas fertig gemacht. Sehr schön zusammengefasst. Ja, oder? Was hat er gesagt? Knochen? Knochen. Wie die diese Steine hier hochgekriegt haben. Es ist so geil, vor so einem Rätsel zu stehen, weil kein Mensch sich erklären kann, wie die das hingekriegt haben. Daniel ist immer noch fasziniert von den Knochen. Wie muss man sich denn fühlen, wenn man hier hochkommt und das hier entdeckt? Wenn man der Erste ist, der hier durchläuft, Stufe, ups, und hier anfängt, das alles mal auf den Kopf zu stellen, zu erforschen. Dann denkst du dir erstmal, was ist das? Aber wir denken, das ist nachgebaut. So muss es also ausgesehen haben. Guck mal, wie hoch. So müssen die überall rumgestanden haben, die Häuser. Das muss richtig geil ausgesehen haben. Oh, wie viele, wie nah die beieinander stehen. Guck mal. Hier. Wer jetzt glaubt, das ist so eine Festung, um sich irgendwie hier zu schützen vor Angreifern, zum Beispiel vor den Inka, stimmt nicht. Das war wirklich einfach nur ein Zentrum, wo die viele Zeremonien gemacht haben und ein Landwirtschaftszentrum sozusagen. Also ich glaube, überhaupt hier nichts. Haben die gelebt und die ganzen Berge ringsherum haben die hier, wie nennt man das, bewirtschaftet. Ja, weil die Mauern, die haben halt damals den ganzen Archäologen gesagt, oh, das muss eine Festung gewesen sein. Das war definitiv, waren das Krieger und die haben hier eine Mauer hingebaut, weil die halt einfach nur verteidigen wollten. Aber stimmt nicht, das war eigentlich nur ein friedliches Dörfchen und die wollten ja einfach nur ganz normal leben. Wir wollen einfach ihre Ruhe haben. Und dann kommen die Touris. Jetzt gerade hat er noch erzählt, die haben erst vor 7 Jahren aufgehört. Vor 7 oder 9? Ich meine, aber 7 Jahren aufgehört, hier auszugraben. Das heißt, die haben bis vor 7 Jahren haben die ja noch alles auf den Kopf gestellt, haben untersucht, haben ausgebuddelt, haben noch Knochen gefunden. Und er hat erst vor 2 Monaten die Info bekommen, dass sie Knochen gefunden haben, wo Brandspuren dran sind. Und daraus schließen jetzt, dass irgendwie das letzte Volk, da hinten laufen gerade 3 Lamas vorbei, sorry. Daraus schließen jetzt, dass das letzte Volk hier komplett verbrannt worden ist. Dass die letzten, die eingekehrt sind, haben halt alle Häuser verbrannt. Und daher die Brandspuren an den Knochen. Aber war eine geile Tour. Also jetzt sind wir hier am südlichsten Zipfel dieser gesamten Anlage. Und jetzt geht's zurück. Essen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich was esse. Wird schon drin bleiben, sagen wir immer, ne? Also die Tour ist jetzt vorbei und im Bus hat der Guide uns gefragt, wo es als nächstes hingeht und er hat uns falsch verstanden und dann hat er uns Tipps für eine gesamte, er hat uns 1000 Tipps aufgeschrieben, aber wir fahren gar nicht in diese Stadt, aber wir wollten ihn dann nicht mehr unterbrechen. Jetzt standen wir hier 20 Minuten mit ihm draußen. Also super netter Kerl, der Otto. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder hier in Chachapoyas. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir morgen das Busticket bekommen, denn morgen geht's nach Tarapoto. Genau. Das werden wir jetzt mal abchecken. Und jetzt gehen wir zur Bushaltestelle. Mingo, ustedes para el lunes. Sí. So sieht hier also ein Busbahnhof aus. Also. Lief ganz entspannt, jetzt haben wir beide Tickets. Es geht nach Tarapotas. Tarapoto. Tarapoto. Wer bleibt rein? Und von da aus geht es noch weiter in den Amazonas rein. Aber wie
wisst ihr vielleicht schon, verraten werden wir es noch nicht. Genau. Jetzt gehen wir zurück wieder zum Supermarkt. Für Anja gibt es wieder was zu essen. Ja, genau. Wir haben gerade schon was gegessen, ist alles drin geblieben. Ja, wir haben das noch gar nicht gesagt, weil gestern ging es mir echt nicht so gut. Die ganze Nacht war richtig kacke. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken, weil ich so Angst hatte, dass die Tour scheiße für mich wird. Aber es ist alles drin geblieben, die Müsli-Riegel und auch das Mittagessen. Von daher geht es mir jetzt wieder super. Bombig. Dann schneide ich diesen Vlog, denke ich, noch ein bisschen und dann geht's wieder weiter.